Hey, ho, mein Freund, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Borderlands 3. Letzte Folge haben wir endlich Katagawa Bällchen erledigt. Müssen jetzt wieder zurück auf Promethea. Meridian Metropolex und er möchte, dass wir da hinkommen und irgendwo einen Geheimeingang nehmen. Keine Ahnung. Hä? Was ist jetzt los? Orbitansicht. Promethea. Meridian Metropolex. Schnellreise, geht doch. Was war denn jetzt los? Komisch. Böse PlayStation. Oh. Der Kampf steckt nur noch ein bisschen in die Knochen drin, ne? Muss ich den Abbau dann eigentlich jetzt doch ziemlich gut gemacht habe. Ich habe nicht mal unsere neue Waffe gebraucht, unsere neue Atlas-Waffe. Wo ich jetzt gerade vom Jacobs auf Atlas gewechselt bin bei der Assault Rifle, weil mit die hat nämlich Zielsucher. Wenn ihr den geheimen VIP-Eingang erreicht, lässt Zero euch rein. Katagawa rührt sich nicht. Er muss noch sauer sein, dass wir sein Schiff hochgejagt haben. Er heult wahrscheinlich irgendwo in einem Fondue-Whirlpool oder was auch immer sein Ding ist. Ja, jetzt kommen die wieder. Skillpunkt muss man noch ausgeben. Würde ich ganz gerne. Das noch ein bisschen machen. Van! Oh, ich hoffe, ich darf mithören. Aber deine Echo-Verschlüsselung ist für'n Arsch. Ich habe mich mit Katagawa unterhalten. Er dachte, er könnte von einem Anti-Schwerkraft-Pool aus einem Krieg gewinnen. Ich habe ihn angestupst. Haben wir jetzt ein Gespräch verpasst? Schade. Also, sie haben ihn angestupst und weiter. Ich. Haben die jetzt ihren Verbündeten erledigt oder was? Unten geht es auch noch weiter. Ich muss noch so viel entdecken. Ah, da geht es zum Stadtrand. Und hier geht's noch nicht rein. Schade. Also wenn ich es richtig verstehe, die haben ihn angeschubst und er müsste dann jetzt tot sein. Ich habe es leider nicht richtig verstanden, weil ich wieder zu schnell war. Das regt mich selber auf langsam. Aber deswegen dürfen die Melivan-Truppen ja weg sein, weil wir jetzt keine Melivan-Gegner mehr haben dürften, weil mir der Krieg ist ja vorbei. Das heißt, hier ist ein Teil vom Lock. Ich habe den Schlüssel einfach so vor der Kammer gefunden. Zum Glück habe ich sie nicht selbst aufgemacht. Ich habe den Kammerschlüssel Atlas gegeben und jede Menge Geld dafür erhalten. Der Rest ist Geschichte. Und wer taucht natürlich auf, als ich mein Geld habe? Aslan de Vega. Meint, ich würde ihm die Hälfte schulden? Klar, ich war allein und danach hat jeder, der eridianische Ruinen finden wollte, mich, Typhon de Leon, angerufen. Den ersten Kammerjäger. Okay.
hinten ist nur eine Dings. Okay. Dim. Okay. Ganz ist das Geschütz kaputt. Weil das macht mich gerade schon ein bisschen fertig, das Ding hier. Hauptmissionstechnisch stehen wir momentan sehr gut da. Nebenmissionstechnisch auch und so auch die anderen Nebensequenzen. Und wo es recht haben, haben es recht mit unserer Echo-Verschlüsselung. Die ist wirklich richtig miserabel. Zero lässt uns rein. Und ich glaube mal, da kommt dann. Oh, da seid ihr ja. Klasse. Zero, lass sie rein. Zero? Sie sind hier, Kumpel. Mach die Tür auf. Zero ist nicht da? Na toll. Dann lasse ich euch selbst rein. Weil ein Vorstand ja die ganze Arbeit selbst macht. Das Hauptquartier, aber ich frage mich wirklich. Warum Zero nicht da ist. Museumsaquarium, damit ich euch das köstliche Schlüsselfragment geben kann. Jetzt muss ich nur noch ausfinden, wo Zero steckt. Locker bleiben, Liam. Der Kammerjäger gehört zu mir. VIP, voller Zugang. Oh, tut mir leid, Sir. Wow, ein echter Kammerjäger. Sofort, ja. Also die Waffe will ich wirklich haben. Willkommen bei Atlas. Es wurde alles neu aufgebaut. Das alte Atlas war nicht mehr als ein Haufen Geröll und Insolvenzunterlagen. Schön, dass du's hier, Reese. Sieht sicher toll aus, wenn alles abbrennt. Krieg dich wieder ein, Katagawa! Du kannst die Stadt nicht halten, das Schlüsselfragment hast du verloren und jetzt verlierst du auch noch den Anschluss an die Realität. Du kommst nicht an meinen Verteidigungsgeschützen vorbei. Das wird nochmal richtig lustig. Ich hab gedacht, die haben Katagawa angeschubst. Also, ich weiß es nicht. Ich vielleicht nicht. Aber dein Freund Zero schafft das. Was? Was haben die mit Zero gemacht? Was zum? Das war die Verteidigungskommandozentrale. Oh nein. Eindringling! Alle Truppen in den Hof! Wo zur Hölle steckt Zero? Yep. Das war gerade zu ruhig. Ohne die Geschütze sind wir Zielscheiben. Wir dürfen Atlas nicht verlieren. Komm schon, du Badass-Soldat. Weißt du was? Du wirst mir. Ich muss halt mal aimen. Das ist das Schöne.
Da ist ein Soldat, was ist denn das schon wieder für ein neuer? Nein. Ja, ich hätte geheilt. Was soll den Taschensoldat da oben übernehmen? Lass die Atlas-Soldaten am Leben. Nicht wirklich, aber ich mach's halt einfach. Ah, oh, Blitzsoldat. Ich brauch erstmal Munition, wartet. Atlas-Soldat. Umso besser man eigentlich trifft, umso... Ja, kriegt so immer Crit. Treffer. Wenn wir noch mehr Geschütze verlieren, geht uns langsam die Verteidigung aus. Beeil dich! Ah, toll. Na komm schon, geh down, geh down, geh down, geh down. Lea schießt nicht gut. Ach Mist. Nein. Geht mir nicht auf die Nerven. Perfekt. Ah. Herausforderung. Crimson Radio. Ey, das ist ein bisschen größere Map. Hier ist auch wieder drei Loks. Das ist doch nicht zu sagen. So, jetzt geht er down. Yep. Nein. Ja, hui ja. Ich nehme einfach mal alles mit. Dein bester Kumpel Zero ist dir in den Rücken gefallen. Wie fühlt sich das an, Reese? Warum? Schnauze, Katagawa. Zero würde mich nie hintergehen. Na, willst du es aber wissen? Das ist, Wedge. Die haben den irgendwie manipuliert.
So. Aus, als hätte Zero alle getötet. Nein. Zeros Loyalität steht außer Frage. Wo er auch steckt, der muss einen guten Grund dafür haben. Konzentrier dich darauf, Maliwan rauszukicken. Es sieht aber halt gerade eben verdammt danach aus, wie wenn es Zero wäre. Entweder haben sie ihn manipuliert oder er hat wirklich einen anderen Plan. Gut. Ich verbrauche zwar ein bisschen viel Munition. Oh, verdammt, null Hunde. Solange ihre Felder aktiv sind, können wir die Geschütze nicht neu starten. Schalte sie aus. Was? Null Hunde? Klares Plastik. Sie sind einfach überall. Ja, es wird aber nicht besser, wenn du mich anschreist. Ich muss erstmal looten. Glaube ich eher nicht. Okay, ich muss jetzt einmal hier oben rum. Wir haben dann auch die Oberhand. Merke ich. Ich hab dich schon wieder vergessen. Ups. Für mich oder für dich? Für mich ist der Teil sehr spaßig. Dann wegen den Chat-Soldaten. Die sind so easy. Waffe ist sehr gut. Das war aber nur Level 17 gerade. So, ich muss da hoch. Ich glaube nicht, dass es Zero ist. Ich glaube, es ist eher Doppelgänger. Soldat, wage es ja nicht, Zero mit deinen letzten Worten schlecht zu machen. Sag, dass dich jemand anderes umbringt. Aber sowas von. Ach, komm schon. Ja, komm schon. Bleib doch einfach stehen. Ich glaube, das steht auf einem Leck. Der schwebt. Das ist so ein neuer schwerer Kontaminator. Da kann schweben. Ne? Das weiß doch jeder.
Ja, toll. Das Resistente Ding, aber die zum Glück nicht. Deswegen kann ich die schön malträtieren. Hallo? Hilft mir mal vielleicht einer von euch und lässt mich nicht einfach sterben? Ich hab den doch getötet! Also ich hätte neue Stärke kriegen müssen. Aber na, dann kriegen sie es ja nicht mal auf die Ketten, mich wieder zu mich zu reviven. Täter? Oder soll der eher Töter heißen? Oder Köter? Ich bin natürlich auch ein Mörder gewesen, sei halt Mensch, halt Köder. Könnte mich auch hier in aller Ruhe umschauen jetzt. Reese, ich will Atlas gar nicht mehr. Deine Marke ist tot. Ich mache mehr Gewinn, wenn ich die Organe deiner Angestellten verkaufe, statt deine Wummen. Verflucht seist du, Katagawa! Meine Marke! Die zwei sind wie kleine Kinder. Geht's noch irgendwie hinter. Ich will mich prügeln. Okay. Gegen den Araplast habe ich doch die perfekte Waffe. Wenn ich sie nicht verkauft habe. Da dreht halt abnormal durch. Welche Nullhunde? Was hast du? Nichts gesagt, nichts gemacht. Ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. Habe ich. Die Geschütze sind weg. Reese, uns gehen die Möglichkeiten aus. Oh, Kacke. Oh, okay. Wir haben das Beifalllaufwerk im Orbitallaser gelassen, oder? Vielleicht hat er noch genug Saft, um das Kommandoschiff wegzupusten. Halte sie auf, während ich ihn in Gang setze. Okay. Alter. Hier noch durch. Nicht da. Ah, cool.
Kann ich doch hier mitarbeiten. Dass er das Falsche nimmt. Es verlangt ein Passwort. Hab ich ein Passwort eingerichtet? Na komm schon. Wird's bald, Breeze? Ja, schon dabei. Oh, es gibt ein Tipp. Bester Frohgut-Geschmack. Oh je, das könnte alles sein. Singbeeren-Crunch. Nein, athenaische Vanille. Ja, toll. Okay, okay, das könnte wirklich klappen. Lasersteuerung, ich hab's. Steckt da? Ich fahre die Asteroidenreaktoren hoch. Wir haben nur einen Schuss. Ja, toll. Hoplit. Das erinnert mich ein bisschen an Destiny. Hoplit? Ja, das waren die komischen Roboter von Destiny. Oh, sie haben's durchschaut. Also Destiny 2. Die Zielerfassung greift nicht. Feuer das Scheißding ab! Ich hab's! Ich hab's! Ziel erfasst! Feuer! Yay, oh, genial! Ja, und jetzt? Okay, Aufzug nehmen zu seinem Büro. Und dann gibt's wahrscheinlich einen Kampf mit Sie. Ich will das nicht. Du kapierst es einfach nicht, was, Reese? Dieser ganze Krieg hätte schnell über die Bühne gehen können. Ich falle ein, übernehme Promethea und mache Atlas zu einer Tochtergesellschaft von Maliwan. Dann mache ich dich zum Vizepräsidenten von Strandcocktails. Alle gewinnen. So läuft das. Und so ist es immer gelaufen. Du warst was Besonderes, Reese. Das habe ich erkannt. Du hast diesen Ladenhüter von Unternehmen von den Toten auferstehen lassen. Mit dir in der Familie hätten wir Maliwan zu einem universellen Monopol verhelfen können. Du und ich, Brüder, verkaufen die einzigen Waffen, die man in den 6 Galaxien jemals brauchen wird. Aber ich reichte dir meine Hand. Und du hast draufgespuckt, Reese. Jetzt bist du keine Familie, sondern Teil der Konkurrenz. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt ein bisschen Angst davor, was jetzt passiert. Das wird jetzt nochmal richtig durchgehen. Okay. Und wieder ein Kampf. Hm.
Zero. Komm schon, Mann. Wir sind doch Freunde. Auf alte Zero. Hättest Teil der Familie werden sollen, Reese. Katagawa 10, der Lieblingshund durch Ausschlussverfahren. Okay. Oh mein Gott. Nicht heute. Ah, das ist richtig, ja. Komm schon. Das ist auch nicht richtig. Da oben steckt er wieder. Nein. Auch nicht. Das ist er. Alter. Okay, wo ist er? Da ist er, da ist er, da ist er. Springt er hin? Da springt er hin. Alter, ich dreh noch durch. Mach ich doch, indem ich dich töte. F-U-C-K. Ich glaube, das Schild darf nicht voll werden, sonst würde er da. Mach wieder das komische Zeug. Ja, genau, das meinte ich doch. Das ist eh nicht der Richtige. Ich drehe noch durch. Jetzt hast du schon zwei ein, die aus unten rumrennen oder was? So hin. Das ist doch nett. Das ist doch, das ist doch, das ist doch. Technikabteilung. Vielen Dank auch. Aha. Das ist doch, glaube ich. Er kommt runter. Ah, toll. Diese blöden Angriffe. Hallo. Ja.
Haha. Jawohl. Muss ich sagen, wir waren in dieser Folge sehr gut. Gut gemacht, Kammerjäger. Danke, dass du meinen Bruder gerettet hast. Dieser Spinner ist erledigt. Zero, wo zur Hölle warst du? Ich war auf der Jagd. Durfte mich nicht verraten. Da war Funkstille. Wie ich schon sagte, Zero, ich habe dir die ganze Zeit über voll vertraut und es war absolut gerechtfertigt. Was dich betrifft, Kammerjäger, dir habe ich alles zu verdanken. Du hast einen Frontalangriff gegen mein Unternehmen abgewehrt, es gerettet und meinen irren Geschäftsstalker ausgeschaltet. Aber bevor ich dir dieses Schlüsselfragment gebe, habe ich noch eine letzte Frage. Steht mir dieser Schnäuzer oder was? Ja. Ich bin ehrlich. Was Schlimmeres ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht widerfahren. Und jedem, der dich ansehen muss. Wow, okay. Das muss ich erstmal verarbeiten. Danke, Kammerjäger. Ich werde mich daran erinnern. Bitte sehr. Ein Kammerschlüsselfragment, wie versprochen. Lorelei ist schräg, aber auf die gute Art. Ach Quatsch. Richtig Unsinn. Das dritte und letzte Kammerschlüsselfragment. Bring es zu mir auf die Sanctuary. Dann setze ich den Schlüssel zusammen. Na, komm mit ihm. Du siehst gelangweilt aus. Willst du Sachen mit mir anstellen? Ah, das klang jetzt nicht richtig. Und ich habe doch auch dieses Training besucht. Scheiß Katagawa. Kopiert er meinen Anzug? Hat sie? Nein, niemals. Hey, kannst du mir bei einer Suche helfen? Oh, was für ein Chaos hier. Seit dem Angriff sieht man bei Atlas überall nur noch Ratches. Eigentlich sollte sich mein Hausmeister Terry darum kümmern, aber niemand weiß, wo er ist. Such Terry und schick ihn an die Arbeit. Probier es zuerst in seinem Büro. Okay, ich hätte mich doch falsch entschieden. Ich hätte den Schnauze behalten sollen. Sah irgendwie besser aus. Auftragsmörderei. Harte Arbeit und auch Kunst. Fand ich... jetzt sehr interessant, dass wir auch Katagawa ausgeschaltet haben. Ich glaube nicht, ich denke, es gibt noch mehr Planeten, als ich dachte es, dass wir mehr Planeten haben wie nur die. Deswegen glaube ich ja, dass es das letzte Kammerschlüsselfragment ist oder so. Oder irgendwas in der Richtung. Oh, Atlas, du. Ah, der Inventar ist jetzt voll. Na gut. Wieder zurück zur Sanctuary, aber ich würde erstmal sagen, ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge und mit dabei warst. Scheiß Katagawa. Kopier mir meinen Anzug. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Borderlands 3. Bis dahin, auf Wiedersehen und denk immer daran, liken, folgen und gehorchen.